Hallo Leute, mein Name ist Markus und gemeinsam mit Anna aus Neuseeland bin ich momentan mit meinem Auto auf einem Roadtrip durch die USA. Und jetzt viel Spaß! Ja, guten Morgen Leute. Das ist jetzt der letzte Morgen hier an diesem Rohmarkt, an dem wir mal campen. Gleich wird das Auto verkauft um 14 Uhr. Danach geht es für uns zu einem Freund oder ein Hostel, wahrscheinlich zu einem Freund. So, wir haben jetzt nochmal geguckt, was wir irgendwie umpacken können, was wir noch mitnehmen wollen, was wir doch nicht mitnehmen wollen und so weiter. Alles in die Rucksäcke verstaut und eigentlich können wir gleich unsere Rucksäcke schnappen und das Auto abgeben. So, jetzt sind wir hier bei dieser Tankstelle, haben kurz noch ein bisschen was in den Tank gepackt, damit er nicht gleich leer ist, wenn er den Wagen übernimmt. Und unsere alten Sachen, ein bisschen Wäsche, die kommt jetzt hier in den Altkleiderspendecontainer. Mein geliebter blauer Pullover, den ich für 5 Dollar gekauft habe. Ja, das war's. So, ich glaube, die letzte Fahrt mit unserem Auto haben wir hinter uns gebracht. Jetzt haben wir eingeparkt. Gleich laufen wir zur Haltestelle rüber, treffen Max da und fahren dann zum Amt. Wir sind jetzt unterwegs zum SAAQ, damit wir das Auto ummelden können. Und ich hoffe, Max hat die ganze Kohle dabei. So, jetzt sind wir hier beim Amt, beim SAAQ und wollen gleich das Auto ummelden. So, und jetzt ist es soweit, das Auto ist offiziell verkauft. Hier der Schlüssel, ich übergebe ihn offiziell. Nein. So, jetzt fahren wir wieder zum Auto zurück, Richtung Montmorency. Und dann übergeben wir es offiziell und sind obdachlos. So, es ist soweit. Ich montiere das Nummernschild ab. Ich erinnere mich. Das neue Schild ist dran. Wir haben alles ausgeräumt. Mein altes Schild ist hier, mein Souvenir. Und jetzt sind wir obdachlos. Da fährt er hin, verschwindet gerade am Horizont. Mein schöner Chevy. Ja, und jetzt gucken wir, dass wir unsere Sachen hier zusammenraffen und dann düsen wir auch ab. So, schwer beladen geht's zurück ins Backpacker-Leben. So, wir sind in der Bahn mit dem ganzen Kram, völlig durchgeschwitzt. Die Freuden des Backpackens. Ich hatte ganz vergessen, wie schön das ist. So, jetzt sind wir im Thai Express. Bei Max ist beim Dinner und wir dachten uns, wir gehen nochmal zum Dinner. Hier kostet jedes Gericht ungefähr 10 Dollar. Und der andere Max, der das Auto gekauft hat, startet jetzt seine Camping-Session und ich habe gerade eine Nachricht von ihm bekommen. Er ist jetzt bei Walmart. Ja, guten Morgen Leute. Max kam gestern Abend noch, als es schon dunkel wurde, hat uns reingelassen und jetzt ist schon der nächste Tag und er ist schon wieder unterwegs an der Uni und wir sind noch hier in der Wohnung. Jetzt kann ich meine ganzen Sachen aufräumen und so weiter und dann geht's für uns in die Stadt. Ich müsste nämlich einmal mein Paket fertig machen, das ich nach Deutschland schicken möchte. Ich denke, das wird ungefähr 150 Dollar kosten zu verschicken, ist recht teuer. So, wir gehen jetzt in die Stadt. Ich habe hier so ein kleines Paket fertig gemacht. Ich weiß nicht, wiegt vielleicht 4 Kilo oder so. Das schicke ich gleich mit der kanadischen Post nach Deutschland. So, das Paket ist endlich verschickt. 8 Kilogramm hat es gewogen und kostet 110 Dollar, um es nach Deutschland zu schicken per Schiff. Dauert einen Monat. So, nachdem die Post jetzt verschickt ist, waren wir gerade noch mal bei einer Bank, TD. Und ich habe Geld nach Deutschland geschickt. Das kostet 30 Dollar und natürlich Umrechnungskurs. Der gerade 1 Euro ist gerade 1,50 Dollar. So, und jetzt laufen wir noch ein bisschen einfach so durch Montreal, ohne wirklich ein Ziel zu haben. Beziehungsweise das grobe Ziel für heute Abend ist das HI Hostel an der Rue McKay. So, jetzt sind wir zum HI gegangen, haben hier eingecheckt, das heißt wieder Hostelkultur.
Und es wurde gesagt, es kostet eigentlich $30 pro Nacht. Hier haben wir nur 20 bezahlt, weil Hostel World, da haben wir halt für $20 die Nacht gebucht. Und der Preis ist dann jetzt auch fest für uns. Ja, guten Morgen, Leute. Ein weiterer Morgen. Heute im Hostel. Wir haben gut geschlafen, beziehungsweise ich habe gut geschlafen. Er sagt, sie hat gar nicht geschlafen, weil einer hat geschnarcht, die andere hat im Schlaf geredet. So, jetzt haben wir gerade gefrühstückt. Es gibt hier Toast, Bananen, Äpfel, alles was man so braucht. Jetzt sind wir unterwegs in die Stadt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung wohin, aber Anna regelt das heute. Er hat heute die Karte. Und wir haben gerade ausgecheckt. Die nächsten beiden Nächte werden wir wieder bei Max bleiben, weil die Innenstadt ist völlig ausgebucht und viel zu teuer. So, aktuell sind wir am Yukwam-Gebäude, hier bei diesen seltsamen Schaukeln. Und sind gerade unterwegs nach Old Town. Ja, ich glaube, das Gebimmel soll entspannend wirken. Ist auch irgendwie entspannt, aber mir ist jetzt schlecht. Nichts mehr gewöhnt. So, hier steht's, es sind 21 Schaukeln und jede Schaukel produziert seinen eigenen Ton, Gitarre, Klavier und dergleichen. Und die Leute sollen sich daran erfreuen. Wir gehen weiter. Die Rue St. Catherine, hier sozusagen die Fußgängerzone. Und hier direkt an der Straße der Desjardins-Komplex. Jetzt treiben wir uns gerade an der Waterfront rum. Ich muss zugeben, heute ist ein entspannter Tag des Rumlatschens, aber ist auch genau, was wir wollen. In ein paar Tagen ist das auch alles vorbei, dann gehen wir getrennte Wege. Und deshalb wollten wir eigentlich jetzt noch die restliche Zeit entspannt ausklingen lassen hier in Montreal. Wir sind im Eaton Center angekommen. Riesen-Mall. Hier wollte ich mal schauen, weil ich mir spontan überlegt habe, dass ich eine neue Kamera kaufen will. So, hier sind wir bei The Source. Das ist so der Standardladen, wenn man in Kanada Elektronik kaufen möchte. Da gibt es die Kamera aber nicht, ist glaube ich schon zu alt. Aber ich bin ja nicht fündig geworden, weil die Karte sagt, hier gibt es eigentlich nur Telefonläden und einen The Source. Und das war's. So, der Tag ist schon wieder rum, haben ein bisschen in der Stadt abgehangen. Jetzt sind wir hier im Hafen von Montreal. Alles ganz nett hier, echt viel los, aber wir hauen jetzt trotzdem ab, gehen zurück zu Max und hoffen mal, dass er zu Hause ist. Heute lief nicht viel, außer uns, wir sind viel gelaufen. Wir sind bereits auf der Zielstraße, gleich an dem Apartment. Ich glaube, wenn ich da bin, dann werde ich einfach nur umkippen. Der Stress, den wir uns die letzten Tage gemacht haben, war vielleicht ein bisschen viel. Einfach mal ein bisschen schlafen. Ja, alles andere ist schon ausgegangen, deshalb essen wir jetzt Kekse mit Schokolade und Marshmallows obendrauf. Easy. Heiße Schokolade am Morgen, schön am See, mit dem Wasser, was wir über dem Feuer erhitzt haben. Thomas, wie hat es dir gefallen? Super geile Stelle, vor allem das Bad heute Morgen. Würdest du wiederkommen? Auf jeden Fall. Ja, Leute, also heute ist der 11. September oder der 12. Und so kalt ist es noch gar nicht hier in Kanada auf Vancouver Island. Nach dem Aufstehen haben wir erstmal ein Bad genossen.